Liebe Münchnerinnen, liebe Münchner, liebe Studierende, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und liebe Bildungsbewegte, also schlicht alle, denen Bildung am Herzen liegt. Wir stehen heute hier, weil wir Bildung wollen. Und zwar eine gute Bildung für alle, ohne soziale Diskriminierung. Und wir sind hier, weil Bildung ein Grundrecht ist. Und zwar ein Grundrecht für alle und nicht ein Privileg für wenige. Und deshalb sagen wir Nein zu Studiengebühren. Seit vorletzten Donnerstag, seit dem 17. Januar, läuft das Volksbegehren gegen Studiengebühren. Und damit haben wir hier die Chance, dieser Idee von Bildung als Menschenrecht und dieser Idee von offenen Hochschulen Ausdruck zu verleihen und mitzuwirken an der Abschaffung der Studiengebühren in Bayern als quasi letztem Bundesland, in dem überhaupt noch Studiengebühren existieren. Über die letzten Jahre konnten wir beobachten, wie nach und nach die Stimmung gegenüber Studiengebühren nicht nur in Bayern, sondern quer über die gesamte Republik gekippt ist. Seit 2005 wurden in 7 Bundesländern allgemeine Studiengebühren eingeführt. In Hessen, in Nordrhein-Westfalen, in Hamburg, in Baden-Württemberg, in Bremen. Und nun sind es nur noch Niedersachsen und Bayern, in denen noch Studiengebühren und Studienbeiträge existieren. Und dass das so ist und dass nun sogar ein Horst Seehofer und die CSU vor dem Ergebnis des Volksbegehrens zittern müssen und überlegen, wie sie mit einer eventuellen politischen Niederlage umgehen müssen, das ist ein großer politischer Erfolg und kann dieser Bewegung nicht mehr genommen werden. Es ist ein großer politischer Erfolg, aber keine Selbstverständlichkeit. Es ist den verschiedenen Generationen von Studierenden und von Schülerinnen und Schülern, die in den letzten Jahren quer über die Republik und natürlich auch in Bayern gestreikt und protestiert haben, zu verdanken, dass das Thema immer wieder auf die politische Agenda gehoben wurde und dass sich über die Zeit eine regelrechte Anti-Gebührenstimmung in der Bevölkerung verankert und durchgesetzt hat. Ich selber war in meiner Studienzeit aktiv in den Uni-Streiks, das war 1997/98, gegen die Änderung des Hochschulrahmengesetzes, die die Erhebung von Studiengebühren überhaupt erst ermöglichte. Die Novelle des Hochschulrahmengesetzes konnten wir damals nicht verhindern, aber der Anfang einer Protestbewegung war gemacht. Dann kamen die Proteste 2005 und der bundesweite Bildungsstreik von 2009/2010, wo immer wieder neben anderen Themen auch die Gebührenfrage im Zentrum stand. Und es ist diesem über viele Jahre immer wieder aufflackernden und kontinuierlichem Druck zu verdanken, dass die Studiengebühren nach und nach in der Bundesrepublik wieder abgeschafft wurden. Und es ist deswegen so wichtig, diesen Zusammenhang zu betonen, diese Tatsache zu betonen, das immer wieder zu sagen, weil es nämlich eins bedeutet. Es bedeutet, dass sich Widerstand lohnt, es bedeutet, dass sich Protest lohnt und dass Kämpfe auch gewonnen werden können. 3/4 derjenigen, die auf ein Studium verzichten, obwohl sie studieren dürften, weil sie eine Studienberechtigung haben, weil sie ein Abitur haben, 3/4 derjenigen, die auf ein Studium verzichten, sagen, sie tun das, weil ihnen die finanziellen Voraussetzungen für das Studium fehlen. Heutzutage stehen einem oder einer Studierenden durchschnittlich knapp 800 Euro monatlich zur Verfügung. Von diesem Geld müssen überteuerte Mieten, und das braucht man hier in München niemandem zu sagen, was das heißt, von diesem Geld müssen überteuerte Mieten, müssen Strom, Essen, Kleidung, Telefon, Internet, Verkehrsmittel, Krankenversicherung, Lernmittel und Kopien gezahlt werden. Wenn da also keine Eltern sind, die finanziell zuschießen können, die einspringen können, wenn es knapp wird, wenn man nicht selber auf eine Rücklage zurückgreifen kann, dann schaut es ziemlich düster aus. Und wenn dann auch noch dank CSU und FDP 500 Euro Studiengebühren im Semester bezahlt werden müssen, dann muss man doch nicht lange rechnen oder auch kein Rechenmeister oder Meisterin sein, um zu sehen, wie schwer bis unmöglich es wird, damit ein Studium zu beginnen oder es erfolgreich zu beenden. Studiengebühren sind sozial ungerecht und deswegen gehören sie endlich abgeschafft. Und an die Adresse der FDP, der Partei in Bayern, die so vehement an den Gebühren festhält,
möchte ich sagen, nur einer Partei wie der FDP, die wirklich keine Ahnung hat von sozialer Gerechtigkeit, kann es einfallen, Studiengebühren auch noch mit dem Argument des sozialen Ausgleichs zu begründen. Es ist pure Heuchelei, wenn die FDP so tut, als interessierte sie sich für das Leben einer Krankenschwester, und es ist falsch, wenn sie behauptet, Studiengebühren seien sozial gerecht, weil dann die Krankenschwester nicht dem Sohn eines Arztes das Studium finanzieren muss. Dieser FDP kann man nur sagen, lasst die Instrumentalisierung der Krankenschwester zur Rechtfertigung eurer Gebührenpolitik bleiben und lasst das Gerede von sozialer Gerechtigkeit, ihr versteht nichts davon. Es ist gerade die Eliten- und Gebührenpolitik von Schwarz-Gelb im Bund wie hier in Bayern. Es ist das Festhalten an dem Aussortieren in der Schule. Es ist der Schulstress durch die verkürzte Schulzeit und dem G8. Es ist diese Privatisierungs- und Bildungskürzungspolitik von CSU und FDP, die die soziale Selektivität in der Bildung zementiert und die so vielen jungen Menschen und eben auch dem Kind der viel zitierten Krankenschwester den Eintritt in die Hochschule erschwert. Und es waren und sind FDP und Union, die in den letzten Jahren durch ihre Steuergesetzgebung wirklich alles für eine Umverteilung von unten nach oben getan haben und dafür sorgen, dass Bildung für alle vermeintlich nicht finanzierbar bleibt, weil in den Staatshaushalten zu wenig Geld ist. Gebühren haben generell nichts in der Bildung oder an der Hochschule verloren. Deswegen lehnen wir als Linke alle Gebührenmodelle ab. Auch die, die von sich behaupten, sie seien die nette oder die soziale Variante. Ich sage Nein zu allen Gebühren, egal ob Langzeitstudiengebühren, ob Studienkonten oder nachgelagerte Studiengebühren. All denen, auch SPD und Grünen, die erklären, diese Modelle, diese Sondermodelle von Studiengebühren seien vielleicht notwendig oder denkbar, weil sie die echten, die allgemeinen Studiengebühren abmilderten, denen sei gesagt, diese Sondermodelle mildern nichts ab. Sie kommen nur den allgemeinen Studiengebühren entgegen. Diese Sonderformen der Gebühren haben nur eine Funktion. Sie sind die Eisbrecher für allgemeine Studiengebühren. Nachdem in Nordrhein-Westfalen zum Sommersemester 2004 die Studienkonten eingeführt waren, leider durch die SPD, wurden 2 Jahre später allgemeine Studiengebühren in Höhe von 500 Euro eingeführt. Nachdem in Niedersachsen die Langzeitstudiengebühren 2003 durchgesetzt waren, auch durch die SPD, kamen 2005 die allgemeinen Studiengebühren. Und dass Bildung und auch Hochschulbildung als Grund- und Menschenrecht definiert ist, ist ja auch nicht nur eine gute Idee der Linken und der anderen Parteien, Initiativen und Gewerkschaften, die nun das Volksbegehren unterstützen. Manchmal muss man der bayerischen Staatsregierung raten, den Blick auch mal nach außen, weg von der Kleinstaaterei zu richten und sich auch in Europa und in der Welt zu verorten. Im Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, im sogenannten UN-Sozialpakt, heißt es in Artikel 13, die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden auf Bildung an. Und es heißt, die Vertragsstaaten erkennen an, dass im Hinblick auf die volle Verwirklichung der Hochschulunterricht auf jede geeignete Weise, insbesondere durch Einführung der Unentgeltlichkeit, jedermann gleichermaßen zugänglich gemacht werden muss. Diesen UN-Sozialpakt hat die Bundesrepublik 1968 unterzeichnet. Alle Bundesländer, also auch Bayern, haben dem Beitritt der Bundesrepublik zu dem Pakt zugestimmt. Und seit 1976 ist die Bundesrepublik völkerrechtlich an diesen Pakt gebunden. Einführung der Unentgeltlichkeit, das bedeutet auf jeden Fall nicht, dass in einem reichen Land wie Deutschland die Kostenpflichtigkeit wieder schrittweise eingeführt werden kann, sondern die Zielrichtung ist genau umgekehrt und das könnte sogar die CSU wissen. Für die Linke ist klar, Bildung ist keine Ware, mit der man Profit macht oder die man sich kaufen kann. Und einer Politik, die Bildung zur Ware machen will, muss man sich widersetzen, widersetzen wir uns. Deswegen müssen wir das Volksbegehren erfolgreich machen. Deswegen müssen wir die Studiengebühren abschaffen und daraus eine Bewegung machen, die Gebühren in der Bildung generell ablehnt und die Bildung zu dem macht, was sie eigentlich ist, eine öffentliche Aufgabe und ein Menschenrecht. Deswegen bitten wir Sie, die Münchnerinnen und Münchner, wir bitten alle Menschen in Bayern, wir bitten Sie, sich einzutragen für das Volksbegehren hier und heute im Rathaus gegen Studiengebühren zu unterschreiben. Helfen Sie mit,
Bildung für alle zu ermöglichen. Vielen Dank. Keine Zugabe, aber ich darf den Fraktionsvorsitzenden der Linksfraktion hier auf die Bühne bitten, Gregor Gysi. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn gewinnen konnten, hier für uns zu sprechen. Wir wissen, dass Bildungspolitik und auch die Abschaffung der Studiengebühren natürlich eine landespolitische Aufgabe ist. Aber die Frage, ob Bildung zur Ware wird, ob man für Bildung bezahlen muss, hat bundespolitische Bedeutung. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir den Fraktionsvorsitzenden hier auch gewinnen konnten. Vielen Dank. Ja, liebe Münchnerinnen und Münchner, liebe Gäste der Stadt, also auf dem Marienplatz spreche ich immer gerne. Erstens ist er sehr schön, zweitens stehen auch immer viele Leute da und hören zu. Ob sie dann immer das finden, was ich sage, weiß ich nicht. Das macht aber nichts, auf jeden Fall sind wir miteinander im Gespräch. Zunächst muss ich immer Folgendes sagen. An sich müsste so ein Volksbegehren völlig überflüssig sein. Weil wenn wir eine halbwegs vernünftige Regierung hätten, hätten sie die Studiengebühren schon längst abgeschafft, weil die indiskutabel sind. Aber wenn man die Regierung nicht hat, muss man Umwege gehen. Und jetzt möchte ich Ihnen sagen, wenn Sie sich hier eintragen, dann sagen Sie noch gar nicht, ob Sie dafür oder dagegen sind. Sie tragen sich nur ein, um einen Volksentscheid überhaupt zu ermöglichen. Und selbst die, die für Studiengebühren sind, von denen ich hier keine sehe, aber nur mal angenommen, müssten trotzdem dafür sein, aus demokratischen Gründen, dass die Bevölkerung darüber entscheiden darf. Und deshalb bitte ich Sie wirklich, sich alle einzutragen und zu sagen, der Volksentscheid muss erstmal ermöglicht werden. Es ist ja schon betont worden, in wie vielen Ländern es Studiengebühren gab. Und es ist ebenso betont worden, wie sie wieder abgeschafft wurden. Ich schildere Ihnen mal die Situation von den Unis in Berlin, was wir da für einen Ärger bekommen haben. Wir hatten in Berlin natürlich keine Studiengebühren. Jetzt kamen ärmere junge Leute aus Bayern, um in Berlin zu studieren. Das ist toll und ich sehe die auch sehr gerne. Das Problem ist bloß, dass dann die Eltern von Berliner Jugendlichen zu mir kamen und sich beschwerten, dass es keine Studienplätze mehr für ihre Kinder gibt. Auch das geht ja nicht. Wir brauchen doch einheitliche Bedingungen in ganz Deutschland. Und deshalb muss auch in Niedersachsen und in Bayern dafür gesorgt werden, dass die Studiengebühren kippen und alle dort studieren können, wo sie studieren wollen. In Niedersachsen bekommen wir jetzt ja eine Regierung von SPD und Grünen und die haben wie immer etwas vage versprochen, die Studiengebühren abzuschaffen. Das heißt, sie müssen erst noch mal rechnen und so. Aber sie stehen eigentlich im Wort und deshalb gehe ich davon aus, dass in Niedersachsen die Studiengebühren abgeschafft werden. Und dann gibt es sie nur noch in Bayern. Ich weiß ja, dass Bayern was Besonderes ist, aber doch bitte nicht mit der roten Laterne, indem man als letztes halbwegs reaktionäres Land noch Studiengebühren hat. Nein, das darf nicht der Ruf von Bayern werden. Hier gab es auch ganz andere Leute, wenn ich nur mal an Eisner und viele andere denke. Und deshalb sage ich, weg mit den Studiengebühren in Bayern. Ich will Ihnen etwas erzählen, was mich auf der einen Seite beeindruckt hat und auf der anderen Seite geärgert hat. Ich selber wohnte als Kind in einer Straße, da gab es so immer halbe Häuser auf der einen Seite und auf der anderen Seite Mietswohnungen. Und ich wohnte natürlich besser. Meine Eltern hatten so etwa 5000 Bücher. Meine Bildungschancen waren einfach top. Und mein Freund wohnte gegenüber und seine Familie bestand aus der Mutter und drei Kindern. Der Vater, wie damals leider relativ üblich, war im Krieg gefallen. Sie hatte nicht viel Geld und war außerdem noch katholisch. Und das war nun in der DDR auch kein Aushängeschild, ganz im Gegenteil. Und sie hatte exakt zwei Bücher, eine Bibel und ein Kochbuch. Und mein Freund ist Oberarzt geworden. Jetzt nehme ich ein Beispiel aus der alten Bundesrepublik, Gerhard Schröder. Der kam aus den denkbar ärmsten Verhältnissen, das muss man so sagen, und ist Bundeskanzler geworden. Und ich darf ihm doch eins übel nehmen, dass er als Bundeskanzler nichts dafür getan hat, dass Kinder aus adäquaten Verhältnissen heute noch diese Chance haben. Und das genau geht nicht. Chancengleichheit für Kinder ist das A und O, wofür eigentlich jede Demokratin und jeder Demokrat streiten muss. Da muss man gar nicht links sein, da muss man nur anständig sein. Bayern ist hinsichtlich der Kinder
das Land mit der stärksten sozialen Auslese im Bildungssystem. Ich will gar nicht nur an die vielen Eliteschulen erinnern. Ich will gar nicht daran erinnern, dass man nach der vierten Klasse getrennt wird. Dieses Trennen nach der vierten Klasse hat einen einzigen Sinn, die soziale Ausgrenzung. Weil nämlich die Kinder von Arbeitslosen oder von Haushalten mit relativ wenig Bildung, die gibt es doch auch. Wir wissen doch, dass die Elternhäuser sehr unterschiedlich sind. Und du hast gar nicht die Zeit, festzustellen, über welche Begabungen diese Kinder verfügen. Und wir sind verpflichtet, jede Begabung zu fördern. Die des dritten Kindes, der alleinerziehenden Hartz-IV-Empfängerin, ebenso wie die Begabung des Kindes des Professors. Zu beidem sind wir verpflichtet. Und in Bayern passiert nur das eine und das andere wird verhindert. Und das geht nicht. Ich erzähle mal noch was von Berlin. Ich weiß ja mit den Preußen, das kenne ich ja alles, aber ich muss es trotzdem erzählen. Also, da haben wir Gemeinschaftsschulen gebildet. Also auf Druck der Linken hat sich dann auch die SPD dazu bereit gefunden. Aber unter hohen Hürden. Zwei Drittel der Eltern und zwei Drittel der Lehrerinnen und Lehrer müssen das beantragen, sonst wird keine Gemeinschaftsschule gebildet. Und jetzt haben wir mehr Anträge, als man realisieren kann. Und das hat folgenden Grund. Es hat sich etwas herausgestellt, was natürlich alle ahnten, dass die sonst schlechteren Schüler, die in die Hauptschule gegangen wären, etc., dass die deutlich besser sind. Also ganz klar, denen hilft das. Aber es bestand ja immer der Verdacht bei den etwas, na sagen wir mal, elitäreren Haushalten, dass deren Kinder absacken, wenn sie in eine solche Klasse gehen, weil sie nicht ausreichend gefördert werden. Irrtum. Die Kinder, die dort das Abitur machen, sind besser als die an Gymnasien. Das ist dann auch eine Gymnasialstufe. Aber es ist ein Irrtum zu glauben, man fördert seine Kinder, wenn man sie aus den sozialen Wahrheiten entlässt. Kinder müssen auch sozial lernen, das ist entscheidend. Deshalb müssen sie auch den Umgang mit Kindern aus anderen Haushalten lernen. Das ist eine völlige Fehlkonstruktion im Denken. Und diese Studie, das ist auch interessant, die stand dann einmal in der Zeitung, dass auch die besseren Schüler besser sind als dann, wenn sie getrennt sind. Und dann habe ich es nie wieder gelesen, weil es eben den Leuten nicht in den Kram passt. Sorgen wir doch mal, dass diese Studie endlich auch in Bayern verteilt wird. Dann können auch die Professoren und andere begreifen, sie müssen ihre Kinder in eine solche Gemeinschaftsschule schicken. Und um das auch mal ganz klar zu sagen, Gemeinschaftsschulen schließen doch Spezialisierung nicht aus. Da kann man eine haben für neue Sprachen, eine für alte Sprachen, eine für Mathematik und Naturwissenschaften. Gerade in München wäre das alles zu organisieren. Man kann auch eine haben für Musik, eine für Tanz, eine für Sport. Und man muss dann unterschiedliche Begabungen natürlich auch wechseln können, etc. Also, ich will nur sagen, Bildung ist ein entscheidendes Gut. Wenn ich bei der Bildung keine Chancengleichheit herstelle, dann vererbe ich die soziale Ungerechtigkeit. Und diese Vererbung findet hier in Bayern statt. Und das dürfen wir nicht dulden. Natürlich sind wir für Gebührenfreiheit. Schon bei den Kindertagesstätten, dann bei den Schulen und dann auch bei den Hochschulen und Universitäten. Aber ich bin auch dafür, dass Kinder in den Schulen und in den Kindertagesstätten gebührenfrei ein gesundes, gutes Mittagessen bekommen. Ich sage Ihnen, ich kenne das, wieder ein Beispiel aus Berlin, was mich wirklich also richtig wütend macht. Da gibt es Schülerinnen und Schüler, die essen einen Mittag in der Schule. Dann gibt es welche, die gehen nach Hause und bekommen dort ein Mittagessen. Dann gibt es welche, die bekommen gar keins. Es gibt immer mehr Kinder, die bekommen nicht mal ein Frühstück. Und dann sehe ich sie zum Teil in den Suppenküchen. Und wenn ich in die Augen schaue, dann sehe ich Unterschiede. Die einen schauen voller Ehrgeiz. Aus denen könnte was werden, weil die Demütigung sie stimuliert. Aber die anderen schauen jetzt schon aggressiv. Wissen Sie, wir haben eine Wahl. Worin wollen wir investieren? In Bildung oder in Jugendgefängnisse? Ich bin für Bildung, andere sind für Jugendgefängnisse. Die Entscheidung haben wir zu treffen. Die Entscheidung haben wir zu treffen. Nun ist immer die Frage, woher das Geld nehmen. Das ist eine sehr spannende Frage. Das ist deshalb so spannend, weil dieser Bundestag in der Lage ist, innerhalb einer Woche 480 Milliarden Euro zur Rettung aller Banken und Hedgefonds zu beschließen. Da steht nie die Frage, wo eigentlich das Geld herkommen soll.
Oder wenn es darum geht, die Banken in Griechenland, in Frankreich, in Italien, in Portugal zu retten. Übrigens nie die Leute dort. Kein Euro, der bisher nach Südeuropa geflossen ist, ist einer Griechin oder einem Italiener oder einem Portugiesen zugutekommen, sondern immer nur den Banken und Hedgefonds, übrigens darunter auch wieder den deutschen Banken und Hedgefonds und den französischen und anderen. Dafür ist immer Geld da. Aber wenn es um Bildung geht, fehlt plötzlich das Geld. Und dann kommen die mit ihrem albernen Beispiel mit der Krankenschwester. Nein, Gerechtigkeit für die Krankenschwester können wir auf ganz anderen Wege herstellen. Und ich nenne Ihnen gleich zwei Beispiele dafür. Also das Erste ist, was mich wirklich ärgert, Frauenberufe sind in Deutschland immer deutlich schlechter bezahlt, sogenannte Frauenberufe, als sogenannte Männerberufe. Deshalb reicht mir die Forderung, die natürlich wichtig ist, gleicher Lohn für gleiche Arbeit nicht mehr aus. Ich will gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. Und dazu sage ich Ihnen ganz klar, der Stahlarbeiter leistet eine harte Arbeit und er soll gut bezahlt sein. Aber die OP-Schwester leistet eine genauso harte Arbeit und sie muss den Anspruch auf den gleichen Lohn haben. Das müssen auch unsere Gewerkschaften begreifen. Dafür müssen wir uns jetzt wirklich engagieren. Und dann ging es der Krankenschwester schon mal viel besser. Und dann gibt es das Zweite. Unübersetzt ist es die kalte Progression. Übersetzt ist es Folgendes. Unsere Einkommensteuer verläuft nicht so, sondern die hat hier so einen Bauch. Und zwar hat sie den Bauch bei den durchschnittlich Verdienenden, also bei der Krankenschwester, auch bei Selbstständigen, bei Freiberuflern etc., bei all denen, die durchschnittlich verdienen. Und die müssen viel zu viel Einkommensteuer bezahlen. Deshalb erschrecken sie immer, wenn sie sehen, was sie brutto verdienen und was da netto rauskommt. Aber das liegt daran, dass der Spitzensteuersatz gesenkt worden ist. Und da hat leider Herr Weigel eingeführt diesen Steuerbauch. Und den hat natürlich Herr Schröder nicht abgeschafft. Ganz im Gegenteil. Und die Große Koalition auch nicht. Und die jetzige auch nicht. Jetzt kommt die FDP zusammen mit der Linken und sagt, weg mit diesem Steuerbauch. Mit einem Unterschied. Sie wollen den Spitzensteuersatz nicht erhöhen. Und ich will nicht, dass die Kommunen noch pleiter werden. Denn wenn ich den Steuerbauch wegnehme und ich gleichzeitig den Spitzensteuersatz erhöhe, dann hat der Staat weniger Einnahmen und dann kriegen die Kommunen noch weniger Geld und dann wissen wir nicht mal, wie wir die Kindertagesstätten etc. finanzieren sollen. Und deshalb sage ich ja, weg mit dem Steuerbauch. Es muss aufhören, dass die durchschnittlich Verdienenden diese Gesellschaft überdimensional zu bezahlen haben und die Besser- und Bestverdienenden müssen eben mehr bezahlen. Na und? Trauen Sie nur Politikern, die fordern, dass sie selber mehr bezahlen müssen und ich müsste dann mehr bezahlen. Und dafür stehe ich auch ein und das wäre auch gerecht. Und ich kann nur sagen, auf die Art und Weise können wir den Steuerbauch beseitigen. Und dann tun wir schon wieder etwas für die Krankenschwester. Bildung ist für mich deshalb ein so wichtiges Thema, weil ich natürlich in meinem Leben auch als Anwalt mit vielen zusammengekommen bin. Also mit jungen Leuten, die eine hohe Bildung hatten und mit jungen Leuten, die eine geringe Bildung hatten. Und wenn du eine geringe Bildung hast, bist du bestraft für das ganze Leben. Und ich weiß, wie die Einstellung von Kindern ist. Mein Gott, ich hatte auch meine Jahre, wo ich zu viel Lust hatte, aber nicht zur Schule. Und ich hatte auch meine Jahre, wo ich gar nicht so gut stand etc. Und da ist es wichtig, dass es das Angebot gibt, dass es immer wieder eine Art Förderung gibt, dass man darauf gestoßen wird, dass man aus seinem Leben nur etwas machen kann, wenn man auch Wissen hat und wenn man Zusammenhänge erklären kann. Übrigens gibt es eine interessante Studie, muss ich Ihnen sagen, den Unterschied zwischen Berlinern und bayerischen Abiturientinnen und Abiturienten. Da habe ich sehr gelacht, als ich das gelesen habe. Da steht drin, dass die bayerischen Abiturientinnen und Abiturienten das viel höhere Faktenwissen haben. Im Unterschied zu den Berlinern, das glaube ich sofort. Dann steht aber auch drin, dass die Berliner Zusammenhänge besser erklären können. Und da habe ich mir gesagt, also mein Gott, was soll das? Ihr wisst genauer, wer wann geboren und gestorben ist und die Berliner warum. Das kann man doch auch mischen, finde ich. Ne? Also mit anderen Worten, wir haben 16 verschiedene Schulsysteme in Deutschland, weil wir 16 Bundesländer haben. Okay? Also das hat ins 19. Jahrhundert gepasst, so in die Zeit der Postkutschen. Das verstehe ich auch, da musste man das gar nicht regulieren. Aber mit dem 21. Jahrhundert ist das doch absurder Blödsinn, wenn ich daran mal erinnern darf. Ich meine, 16 Schulsysteme, alle reden vom flexiblen Arbeitsmarkt. Alle sagen den Eltern mit Kindern immer, also erstmal sagen sie immer, ihr habt zu wenig Kinder. Es gibt ja schon die Angst, dass die Deutschen aussterben. Und dann sage ich immer, dass die Leute höchstwahrscheinlich handwerklich nicht verlernt haben, müsste es ja andere Gründe geben, über die es sich mal lohnt nachzudenken, weshalb sie wenig Kinder bekommen. Aber das Zweite ist,
dass sie immer sagen, flexibel sein. Und wenn du als Ingenieur einen Job in Hessen kriegst, musst du den Umzug nach Hessen. Und wenn du deinen Job in MacPom kriegst, musst du den Umzug nach MacPom. Immer hübsch mit deiner Familie, dem Arbeitsplatz hinterher. Und dann 16 Schulsysteme. Bedeutet ja, dass die Eltern mit schulpflichtigen Kindern sich jedes Mal völlig verantwortungslos verhalten müssen. Nenn jetzt mal folgendes Beispiel. Nur mal ein kleines Beispiel. Also in Sachsen-Anhalt hat man 2 Jahre früher Physik als in Bayern. Jetzt stellen Sie sich mal vor, ein Beamter aus Bayern wird strafversetzt nach Sachsen-Anhalt, denn anders kann ich es mir nicht vorstellen. Also er ist sowieso schon hart getroffen und muss mit seinem schulpflichtigen Sohn umziehen nach Bayern. Nach Sachsen-Anhalt, aus Bayern. Und dann kommt er exakt in die Klasse, wo die anderen schon 2 Jahre Physik hatten und er hatte noch nie Physik. Chancenlos. Das kriegst du in den großen Ferien nicht repariert. Der ist einfach weg vom Fenster in diesem Fach. Was soll das? Warum können sich diese 16 Kultusminister da nicht auf ein paar einheitliche Maßstäbe verständigen? Warum muss es immer noch gelten, dass ein Abitur von hier mehr wert ist als ein Abitur von dort? Was können denn Kinder dafür, wo ihre Eltern in Deutschland leben? Was können denn Kinder dafür, wo sie geboren werden? Was können denn Kinder dafür, ob ihr Bundesland ärmer oder reicher ist? Und wenn es reicher ist, kann es mehr für Bildung ausgeben und wenn es ärmer ist, weniger? Ist das gerecht? Was können Kinder dafür? Deshalb sage ich, die Frage der Chancengleichheit der Kinder ist das A und O, wo sich für mich herausstellt, ob jemand, ich sag's mal nur, anständig oder unanständig ist. Mehr will ich gar nicht verlangen. Und wer anständig ist, muss dafür sorgen, dass Chancengleichheit herrscht. Und die stelle ich nur her, indem ich eine Bildungsstruktur einführe, die jedes Kind fördert. Und wo ich auch als Gesellschaft sage, ich fördere das Kind der Hartz-IV-Empfängerin genauso wie das Kind des Professors, das Kind des Bischofs, das Kind des Ministerpräsidenten. Ja, ich konnte ja nicht Kardinal sagen. Aber Sie wissen doch in Bayern, dass es evangelische Bischöfe gibt und die dürfen ja Kinder haben. Nicht vergessen, ja? Ihr habt davon wenige, aber die gibt es. In Berlin haben wir die reichlich. So. Also, übrigens gibt es ja das Letztere auch. Auch die müssen übrigens gefördert werden, weil die ja auch nichts dafür können, wer ihr Vater ist oder warum oder ob er durfte oder nicht. Nein, das alles kann ich gar nicht akzeptieren. Ich sage es noch einmal ganz klipp und klar. Für mich ist die Frage der Chancengleichheit eine entscheidende. Und wie kann man das Ganze finanzieren? Nun weiß ich ja, bald wird es hier auch einen Volksentscheid über die Verfassung geben. Da geht es auch um die Schuldenbremse. Ich weiß, dass da ein paar Änderungen vorgesehen sind, die sind vernünftig. Aber die Schuldenbremse ist höchst unvernünftig. Höchst unvernünftig. Und zwar muss ich Ihnen erklären, nicht weil wir wollen, dass man so viel Schulden macht, sondern weil die Einschränkung der Möglichkeiten der Politik immer weitergeht. Ich schildere Ihnen folgende Szene. Ich war bei Jauch, ich glaube, das war im April letzten Jahres. Und da saß neben mir Frau Kohl, die ARD-Korrespondentin bei der Börse. Und da sagt sie zu mir, Herr Gysi, wenn Sie Bundeskanzler wären und die Deutsche Bank käme zu Ihnen und sagte, nächste Woche müsse sie in Insolvenz gehen, müssten auch Sie sie retten. Denn wenn Sie sie nicht retteten, bräche das gesamte Finanz- und Wirtschaftssystem Deutschlands zusammen. Da habe ich zu ihr gesagt, also abgesehen davon, dass mir die Fantasie fehlt, mir vorzustellen, dass ich Bundeskanzler wäre, aber abgesehen davon haben Sie wahrscheinlich recht. Und wenn Sie recht haben, sagen Sie doch damit, dass ich auch als Kanzler gar keinen Spielraum hätte. Dass der Ackermann kommt und mir sagt, was ich zu tun habe und das muss ich machen. Und damit beweisen Sie, dass die Deutsche Bank zu mächtig ist. Sie ist zu groß, sie ist zu mächtig. Deshalb müssen wir sie verkleinern. Banken waren mal Dienstleister der Realwirtschaft, Dienstleister für Bürgerinnen und Bürger und entscheiden heute alles. Also dieser Weg geht nicht. Und deshalb sage ich, muss die Abhängigkeit von der Finanzwelt aufhören. Dafür brauchen wir ein Primat der Politik. Und wenn ich eine Schuldenbremse in die Verfassung hineinschreibe, organisiere ich die nächste Beschränkung von Politik. Und zwar in wichtigen und schwierigen Situationen. Außerdem kann man Schulden abbauen mit einer deutlich gerechteren Politik, indem man zum Beispiel sinnlose Ausgaben streicht und dafür andere Ausgaben einführt. Indem man vielleicht mal aufhört, alle Banken und Hedgefonds zu bezahlen, weltweit, in Europa und in Deutschland. Wieso müssen das eigentlich die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler bezahlen? Das hat mir noch nie einer erklärt. Wo liegt eigentlich deren Verantwortung für die Krise? Ich kann mich ganz genau erinnern, dass Schäuble im Bundestag 2009 erklärte, dass zur Sanierung des Haushalts das Elterngeld der Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfänger gestrichen werden muss.
Und dann bin ich, da hatten wir ja schon die berühmte Finanzkrise. Und dann bin ich nach vorne gegangen, weil nach mir Kauder sprach. Da habe ich gesagt, Herr Kauder, ich habe nur eine Bitte. Nennen Sie mir die vier Fehler, die Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfänger begangen haben und die zu der Finanzkrise geführt haben. Also Sie bestrafen sie ja gerade. Dann werden Sie ja in der Lage sein zu sagen, ja, hätten die folgenden fünf Dinge nicht gemacht, gäbe es die Finanzkrise gar nicht. Wenn Sie das können, dann müssen wir darüber reden. Aber falls Sie das nicht können und ich recht haben sollte, dass es doch die Ackermänner dieser Welt waren, die die Finanzkrise verursacht haben, das ist es eine Unverschämtheit, dass die Kinder der Hartz-IV-Empfänger bezahlen zu lassen. Wirklich eine Unverschämtheit. Und die Steuern für die Ackermänner nicht um einen halben Euro zu erhöhen. Nicht um einen halben Euro. Und so läuft das immer. Und deshalb sage ich, nein, Schuldenbremse ist die falsche Lösung. Wir müssen Schulden anders abbauen, durch Steuergerechtigkeit. Ja, wir brauchen für die Vermögensmillionäre in ganz Europa eine Millionärsabgabe. Das wird auch höchste Zeit. Sie verdienen an der Krise und Sie haben sie verursacht und deshalb sollen Sie sie auch bezahlen. Und nicht die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, nicht die Rentnerinnen und Rentner, wie das gegenwärtig der Fall ist. Und dann sage ich Ihnen, dass ich außerdem nicht will, dass Schulen und Hochschulen und Universitäten immer abhängiger werden von der Wirtschaft. Die sogenannten Drittmittel. Das klingt ja immer ganz nett, wenn man da Geld bekommt. Aber die verlangen dann ja auch etwas dafür. Jetzt ist zum Beispiel in Berlin von der Technischen Universität und der Humboldt-Universität ein Vertrag mit der Deutschen Bank geschlossen worden. Und da gibt es dazu einen Geheimvertrag. Und dann entscheidet die Deutsche Bank, wer da Professor wird, etc. Nein, das will ich nicht. Ich will eine unabhängige Lehre, eine unabhängige Forschung. Und deshalb müssen wir die Bezahlung des Bildungssystems von der Kindertagesstätte bis zur Universität sicherstellen. Und zwar in ganz Deutschland und gleichwertig in Mecklenburg-Vorpommern bis Bayern. Und was mir auch wichtig ist in diesem Zusammenhang, ist, dass wir uns wieder Gedanken darüber machen können, wie man eigentlich ausgebildet sein muss, um Kinder zu versorgen, zu erziehen, kulturell zu betreuen. Ich bin, das sage ich hier ganz offen, ganz dagegen, dass bei Kindertagesstätten jede junge Frau, jeder junge Mann, der da vorbeikommt, auch angestellt werden kann. Nein, ich möchte, dass die hochqualifiziert sind. Es ist nämlich ganz wichtig, was man zwischen dem 0. und 6. Lebensjahr lernt oder nicht lernt. Deshalb brauchen wir dort hochqualifizierte Frauen und Männer, die diesbezüglich ihre Arbeit leisten. Aber so müssen sie dann auch bezahlt werden. Das muss auch klar sein. So müssen sie dann auch bezahlt werden. Was wir da alles verschenken und was wir uns dann hinterher beklagen, dass die Kinder das nicht können, jedes nicht. Handwerksmeister erzählen mir immer, dass sie die Lehrlinge neu ausbilden müssen, weil sie das nicht gelernt haben, jenes nicht gelernt haben. Ja, mein Gott, wo soll denn das Ganze hinführen? Lassen Sie mich am Schluss noch etwas sagen über die Mitbestimmungsrechte. Ich weiß ja, wie das an Schulen aussieht. Ich weiß, wie vorsichtig man sein muss gegenüber Lehrerinnen und Lehrern oder erst recht gegenüber Direktorinnen und Direktoren. Ich weiß auch, wie das bei den Studierenden ist. Hier gerade in Bayern gab es mal einen Kultusminister, der hat gesagt, wir müssen dieses ganze linke Gesochse da austrocknen an den Universitäten. Mein Gott, das ist doch inzwischen alles so harmlos. Also wenn die Studenten etwas zu wenig sind, dann ist es rebellisch. Ich finde überhaupt, wenn ich mal Selbstkritik üben darf und Sie in die Kritik mit einschließen darf, wissen Sie, was ich uns allen vorwerfe? Wir haben uns zu viel bieten lassen. Wir müssen auch mal lernen zu sagen, nein, hier ist das Ende der Fahnenstange, das machen wir nicht mehr mit. Ich finde, es wird höchste Zeit. Es wird höchste Zeit. Und deshalb sage ich Ihnen, den Studierendenvertretungen das politische Mandat zu entziehen, was soll denn das? Politik findet immer und überall statt. Und welche Idioten dürfen alles Politik machen? Ich kenne davon eine Menge, aber ich sage hier keine Namen. Und dann sagen wir die Studentinnen aber nicht und die Studierenden nicht. Das ist doch grotesk. Natürlich brauchen die ein politisches Mandat. Ich will doch, dass die sich einmischen. Und natürlich dürfen die auch mich kritisieren. Sie dürfen auch den bayerischen Ministerpräsidenten kritisieren. Und da müssen wir halt beide durch. Das ist doch gerecht. Ich verstehe das überhaupt nicht. Also, wir müssen uns wieder für mehr Mitbestimmung auch bei den Studierenden einsetzen. Und dann sage ich noch etwas. Jetzt reden wir hier über Studiengebühren. Man kann ja auch mal darüber nachdenken, wie versorgt man eigentlich Studierende und unter welchen Bedingungen. Es wird ja immer so gerne über Studienzeiten gesprochen.
Und ich verstehe das ja auch. Wir haben auch, in meiner Partei habe ich auch ein paar, die studieren jetzt das 25. Jahr. Dann sage ich mir, irgendwann müsste der ja auch mal zum Abschluss kommen. Das kann ich schon verstehen. Aber ich sage Ihnen vom Generellen her etwas anderes. Dann müssen wir eine Art Stipendium einführen. Und zwar nicht BAföG mit zurückzahlen und sagen, du kriegst einen bestimmten Geldbetrag. Davon kannst du nicht üppig leben, aber in Würde leben. Dann kann ich auch sagen, und du musst es in der Zeit schaffen. Aber wenn ich ihm das nicht gebe und die Leute zwinge, nebenbei zu arbeiten, damit sie überhaupt studieren können, dann kann ich ihnen keine Zeiten vorgeben. Das ist dann wieder absurd. Dann ist es wieder eine soziale Ausgrenzung. Wir müssen da einfach mal ein Stück Logik reinbringen in die ganze Bildungsstruktur. Lassen Sie uns dafür streiten und kämpfen, dass wir Chancengleichheit für Kinder herstellen. Das ist meine Generation den Kindern in jeder Hinsicht schuldig. Das will ich sagen. Und zwar von der CSU bis zur Linken. Da stehen wir eigentlich alle in der gleichen Verpflichtung. Und damit das sich jetzt auch in Bayern durchsetzt, setzen Sie das erste Zeichen, indem Sie den Volksentscheid ermöglichen. Und wenn dann der Volksentscheid stattgefunden hat und so ausgeht, wie ich mir das denke, dass nämlich die Mehrheit sagt, Schluss mit den Studiengebühren, ja, da muss ich halt die bayerische Regierung was einfallen lassen. Übrigens ist das auch gar keine schlechte Vorbereitung auf die Landtagswahlen in Bayern. Wir wissen zwar immer noch nicht, wann sie stattfinden, wir wissen ja auch immer noch nicht, ja, ich meine, ich kenne es. Es ist, glauben Sie es mir, es ist noch nicht amtlich verkündet. Es ist nur das Datum bekannt, weil man sich das immer noch aufhebt zu korrigieren, je nachdem, wann die Bundestagswahl stattfindet. Deshalb wird ja auch das Datum der Bundestagswahl noch nicht bekannt gegeben, weil die sich noch nicht geeinigt haben mit Bayern. Finde ich übrigens ganz nett, aber es geht nicht, dass beide Wahlen ausfallen, um das ja auch mal klar zu sagen, bloß weil die sich nicht auf das Datum verständigen. Aber als Vorbereitung ist das doch nicht schlecht. Vorher müssen sie noch die Studiengebühren abschaffen und endlich den Kindern sagen, Bildungschancen für alle. Das brauchen wir in Bayern, in ganz Deutschland und zunehmend auch in Europa und weltweit. Dankeschön. Für eine neue soziale Idee.